Tja. Bitte schön, Frau Weiser. Danke. Mein Name ist Martin Reiser. Dieses hier ist ein 280 SL Pagode aus dem Jahre 768. Dieses Fahrzeug habe ich von einer Frau, die den im Erstbesitz hatte, den sie zur Hochzeit bekommen hat, gekauft. Dieses Auto haben wir komplett zerlegt, bis auf die letzte Schraube. Dann wurde dieses Fahrzeug in ein Säurebad gelegt, zwecks Entlackung. Dann wurden die Blechteile gemacht, der Vorbau ist neu. Dieses Fahrzeug wurde hier im Autohaus Reiser in Wildeshausen restauriert. Hat ungefähr 1,5 Jahre gedauert. Nachdem der in diesem Säurebad war, wurde die ganze Karosserie im KTL, das heißt kathodisches Tauchlackierung, gemacht, komplett lackiert und dann langsam wieder neu aufgebaut mit den Teilen, die es noch ab Werk gibt. Das Auto ist aus erster Hand, hat gelaufen, 130.000, fährt sich sehr gut. Dieses Fahrzeug ist die ganze komplette Inneneinrichtung, die ist neu, Sitze neu bezogen, Teppiche neu, Verdeck komplett neu, Türverkleidung neu, die es nicht mehr gibt. Tja, bei der Restauration wurde der Motor ausgebaut, wurde teilweise überholt. Getriebe war in Ordnung, Hinterachse, die ist komplett überholt worden. Hier innen drin, die Bleche sind alle neu. Der Motor ist ein Tauschmotor, der hat bei 80.000 ist er neu gekommen und läuft in Uhrwerk. Das ist ein 2,8 Liter, der nennt sich 280 SL, man nennt ihn auch Pagode, hat 170 PS, läuft 180, 190, bin ich aber noch nie gefahren, weil mit 80 ist es da schön zu fahren, auch offen. Dieses Fahrzeug wurde komplett lackiert und dann zusammengebaut. Der Lackierer, das war die Fachwerkstatt in Wadenburg, die Firma Reil, der hat sich da richtig Mühe gegeben, hat ein halbes Jahr gedauert, bis alles lackiert wurde. Da sind, glaube ich, 3, 4, 5 Schichten drauf. Und ich war begeistert, wie das Auto dann wieder kam. Wo das Auto fertig war, sind wir dann zu der Vorbesitzerin gefahren, haben mir das Auto gezeigt und dann kamen sie die Tränen wieder. Sagte, das ist nicht mein Auto. Ich sagte, doch, das ist er.1968. Die Erde geht auf. Die Astronauten der Apollo 8 Mission starten, um auf der Rückseite des Mondes mögliche Landeplätze für die erste geplante Mondlandung zu fotografieren, in Schwarz-Weiß. Dabei sehen sie aus dem Mondschatten heraus die Erde aufgehen.
Der Astronaut Bill Anders ergreift die Chance und macht dieses Foto. Dann lässt er sich von den beiden anderen einen Farbfilm geben und so entsteht das zweite legendäre Foto, übrigens zur Weihnachtszeit. Zu Heiligabend senden sie Grüße aus dem All, beeindruckt von dem Gefühl, die Erde aus der Distanz klein und verletzlich zu erleben. Am 30. Dezember, kurz nach der Rückkehr, erscheint das Bild auf den Titelblättern. Die neuen Perspektiven, die bereits 1963 zur Entwicklung der SL-Pagode führen, zeigen wir im nächsten Bericht. Wie immer als historischer Anhang in den letzten Minuten des Beitrags. Klick einfach gleich links auf das Vorschaubild und schau dir einen weiteren SL aus einer anderen Perspektive an. Es lohnt sich.